Malvenfroh City liegt direkt voraus, aber lasst uns erst einmal die Route abschließen. Zumindest den Fußweg. Denn den Radweg konnten wir ja leider noch nicht benutzen. Bin mir aber ziemlich sicher, dass wir in Malvenfroh City bereits ein Fahrrad bekommen können. Und das war, glaube ich, sogar relativ easy. Also, man muss da nicht irgendwas Besonderes für leisten oder so. Ganz im Gegenteil. Man bekommt die relativ einfach. Aber dazu dann später mehr. Und wie klar war das eigentlich, dass ja Nika schon beim allerersten Giftstachel sofort vergiftet ist? Ohne Spaß, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Die Gegner in Pokémon-Spielen, egal welche Generation, haben schon immer mehr Glück gehabt, was das angeht, als der Spieler. Ich meine, wie viel Gluts haben wir schon rausgehauen? Und wie oft haben wir den Gegner verbrannt? Einmal? Zweimal? Mehr jedenfalls nicht. Geht mir so ein bisschen auf den Zeiger, wenn ich ehrlich bin. Oh, weil mehr. Gib mir auch auf den Sack. In Pokémon Go. Da brauchst du schon wieder 400 Bonbons für, damit du das weiterentwickeln kannst. 400? Das ist zu viel. Und Baloo kriegt das nicht gebacken, glaube ich. Jedenfalls nicht, ohne den Gegner vorher einzuschläfern. Und bist du ein Balmer oder bist du ein Karpador? Kommt mir damit Platscher daher, ey. Ja, Aquaknarre macht schon mehr Sinn. Aber du wirst nicht dazu kommen zu agieren. Ich mach dich jetzt platt. Es gibt übrigens schöne Walmer-Kissen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich müsste mir mal eins besorgen. Weil die sind schon ziemlich nice. Allein vom Look. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viel Pokémon-Merch ich einfach habe. Ist der Wahnsinn. So viele Kuscheltiere einfach. Brutal. Gibt, denke ich, auch so ein... Ja, klar, nach zwei Runden aufgewacht, kennt man. Gibt, glaube ich, auch einen Relaxo-Sitz oder auch nur ein großes Kissen. Das ist halt cool, aber passt halt nicht wirklich in den Raum rein. Level 18 bei Baloo. Warte, entwickelt der sich nicht jetzt sogar? Bin mir nicht sicher, auf welchem Level. 18, 19, eins von beidem. Wir bleiben mal bei Oxycominum. Kommt noch ein Weil mehr. Das ist der Einzige, der das relativ schnell hinkriegt. Ja, der Doppelkick kann sich sehen lassen. Aber dass wir mit Wasser bespritzt werden, ich glaube, damit musste man ebenso rechnen. Okay, jetzt down. Aber der Typ hat 4 Pokémon, ne? So viele hatten wir lange nicht gesehen. Macht bis jetzt auch einen ordentlichen Job. Es sind halt 2 Tentacha und 2 Walmer. Da hätte ein bisschen mehr Variation drin sein können, aber okay. Vertrau mal Janika, dass sie auch das zweite Tintara besiegen kann, trotz Vergiftung. Schneller sollten wir ja sein. Ja, komm, nur auf Level 11. Wir haben bisher verdammt wenige Volltreffer gelandet. Das wäre doch jetzt mal ein guter Zeitpunkt dafür. Nö. Boah, glücklicherweise keine Verwirrung. Weil Verwirrung und Gift ist eine blöde Kombi. Das muss ja nicht sein. Down. Qualle zertreten. Ach, apropos. Weil ich ja nämlich spontan in Urlaub fahre, habe ich mich mal so aus Sucks und Dollerei... Ah, nice, Entwicklung. Erkundigt, welche denn die 10 gefährlichsten Tiere sind, auf die Urlauber treffen können. Und eine der heftigsten, meiner Meinung nach, ist eine Qualle. Die nennt sich Seewespe. Gibt es hauptsächlich im Raum Australien, aber breitet sich auch leider heftig aus. Die kann, wenn sie will, mehrere Menschen auf einmal töten. The fuck? Zu krank. Aber das nur nebenbei. Der Küstenradweg ist hier um die Ecke. Ja, schön für ihn. Kein Fahrrad. 2 Straßen, eine oben, eine unten. Eine Straße für Menschen und eine für Pokémon. Das ist nur recht und billig. Wäre das nicht unnötige Rassentrennung? Du Rassist!
Wäre das nicht ein Spaß, mit einem Fahrrad volle Pulle den Radweg entlang zu düsen? Klingt spaßig, ja. Ich würde aber auch gerne mit einem Porsche einfach volle Kanne durch die Gegend düsen. Hi, hast du in letzter Zeit ferngesehen? Da gibt es jetzt jede Menge coole neue Shows. Fernsehen ist so cool. Nein. Aber gut, das Spiel ist ja schon alt. Heutzutage würde er das nicht mehr sagen. Plötzlich habe ich meine Freunde im Fernsehen gesehen. Und manchmal, da zeigen sie dich im Fernsehen und du weißt es gar nicht. Ja, kommt jeden zweiten Tag vor. Ich möchte auch mal im Fernsehen sein. Du solltest immer mal wieder den Fernseher einschalten. Ich war, glaube ich, auch mal bei NTV zu sehen. Oh, was war denn das nochmal für ein Anlass? Es könnte Gamescom gewesen sein oder irgendwas anderes. Habe ich ein kurzes Interview gegeben und wusste es gar nicht. Ich wusste nicht, dass sie von NTV sind. Hätte man mir ja vorher mal sagen können, oder? Das ist aber schon ein paar Jahre her. Der Mann dort drüben, der sagt vielleicht verrückte Dinge. Auf seltsame Weise ist er aber amüsant. Den werde ich wohl nicht vergessen. Du meinst den da? Ja, der sieht in der Tat seltsam aus. Wenn ich auf Statistiktausch Zugriff nehme, werden die neuesten Nachrichten aus Faustauhafen hochgeladen. Diese Daten decken sich nun mit denen meines Freundes. Das klingt ja voll futuristisch. Und der draußen erzählt vom Fernseher. Im oberen Stockwerk des Pokémon Centers wurde die Möglichkeit des Statistiktausches eingerichtet. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber das werde ich herausfinden. Ist bestimmt lustig. Ja, ist halt wieder so ein Multiplayer-Ding. Können wir nicht machen. So, und was bist du für ein Freak? Hey ho, man nennt mich Trendweg. Ich zeig dir, was Hip und Ab geht. Hast du schon von Hip und gehört? Was die da ist? Frag mal deinen Papi oder deine Mami. Du bist ein Spinner. Immer diese Spaten, die voll auf cool tun wollen. Wieso ist das in der Höhenregion eigentlich so extrem? Ist ja schrecklich. Oh, Item. X-Tempo. Nehmen wir mit. Sonst noch was hier? Unsichtbar oder so, ne? Okay. Weißt du, es ist cool, dass es Pokémon-Kämpfe und all das Zeugs gibt. Aber wenn dein Pokémon verletzt wird, dann musst du es gesund pflegen. Quatsch, bring's ins Pokémon Center, fahr währenddessen ins Café und komm später wieder. Huhu, die Leute nennen mich den Zertrümmerer, aber ich finde den Namen unter meinem Niveau. Ich verdiene doch wohl etwas mehr Respekt. Man sollte mich Zertrümmerer-Meister nennen. Huhu, deine Pokémon sehen wirklich sehr stark aus. Das sehe ich gern. Hier, nimm diese VM. Wieder ein Irrer, aber ich bedanke mich dafür, denn die werden wir leider brauchen, die VM. Yo, diese VM enthält Zertrümmerer. Wenn du unterwegs auf große Felsbrocken stößt, dann nutze diese VM, um dir den Weg frei zu machen. Jawohl, zertrümmert Hindernisse, das ist meine Devise. Wuhu. Wuhu, bist du Mario oder was? Junge, komm klar. Alter, also jeder Zweite in Höhen braucht, glaube ich, eine Therapie. Übrigens, kleine Trivia. In Oras ist Zertrümmer ja keine VM, sondern eine TM. Und man kann den Dude in dem Residenzhochhaus oder was das ist, antreffen. Warte mal, da muss ich kurz spicken auf meinem Spickzettel. In der Malvenfroh-Residenz kann man ihn antreffen und er träumt dann davon, einmal diese VM zu verschenken und übt ständig den Satz, den er dann halt sagen will, wenn er einem die VM schenkt. Ist irgendwie witzig, oder? Ja. Tja, hier in Smaragd hat er noch seine Aufgabe erfüllt, aber in Oras, tja, da, nicht. Das könnte auch so ein Anzeichen dafür sein, dass Oras in einem Paralleluniversum spielt, irgendwie. Wenn ich doch nur ein Rad hätte, dann könnte ich nach Graffitpot City zum Einkaufen fahren. Dort würde ich mir dann einen Hafenbrief im Pokémon-Supermarkt kaufen. Moment, gibt es in Malvenfroh keinen Markt? Doch! Sogar neben deinem Haus! Aber okay, das ist ja vielleicht nicht gut genug, ja? Die will ganz spezielle, teure Briefe kaufen. Und Gucci-Taschen. Radlers Räder, fahre im Kies und lass dich durchschütteln. Sieht so aus, als bekäme ich hier mein Fahrrad. Ich lerne etwas über Räder, während ich hier arbeite. Wenn du eine Anleitung brauchst, wie man Rad fährt, da vorne findest du einige Handbücher. Danke, ich bin nicht mehr 6, ich kann fahren.
Nun, was haben wir denn hier? Einen höchst energetischen Kunden. Ich? Du kannst Radler zu mir sagen. Ich bin der Besitzer des Fahrradshops. Deine Turbotreter, die sehen ja wirklich schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Ja. Du kommst den ganzen Weg von Wurzeln her? Meine Güte, das ist ja unwahrscheinlich weit weg. Wenn du eines meiner Räder hättest, könntest du leicht überall hin und den Wind in den Haaren spüren. Ich sag dir was, ich werde dir ein Rad geben. Ohne Sekunde. Ich sollte dir sagen, dass es zwei verschiedene Räder gibt. Das Allrad und das Kunstrad. Allräder für Leute, die den Wind in den Haaren spüren wollen. Kunsträder für Leute, die die Techniken des Radfahrens beherrschen wollen. Da ich ein richtig weiches Herz habe, darfst du dir eines aussuchen. Welches möchtest du haben? So, und das finde ich von den Entwicklern einfach nur super scheiße und schlecht und langweilig und dumm gelöst. Während man in Kanto zumindest einen Coupon brauchte, um das teure Fahrrad zu bekommen, kann man sich hier einfach entscheiden, weil der Typ ein weiches Herz hat. Ja, natürlich. Und vor allem, wir können immer und immer wieder zu ihm kommen und das Rad wechseln. Hintergrund, mit dem Kunstrad können wir Bereiche erreichen, die wir mit dem Allrad nicht erreichen können und andersrum. Ich werde jetzt erstmal das Allrad nehmen. Und wie gesagt, wir können jederzeit wechseln. Aber das ist so absolut lächerlich. Weißt du, als ob wir spazieren in einen Fahrradladen und der Besitzer sagt einfach, ja, ich hab gerade 1 Million verdient, so, nimm dir, was du willst, scheißegal, ich brauch kein Geld mehr, nimm dir, was du willst. Kannst auch 1000 Mal tauschen, ist egal, nimm dir, was du willst. So unrealistisch einfach und schlecht gelöst, leider. Wenn du die Räder tauschen möchtest, dann komm einfach wieder vorbei. Siehst du, das ist so ein Schwachsinn. Wie es in Johto war, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber da war doch auch irgendwas. Da konntest du das Fahrrad, glaube ich, auch nicht einfach so bekommen, oder? Oder? Jedenfalls, das mit dem Fahrrad war schon immer irgendwie kacke. Wir lesen trotzdem mal die Beschreibungen durch. Ein Handbuch zum Allrad. Welche Seite? Okay, dann doch nicht. Ist mir zu viel. Ich werde euch einfach immer erklären, wenn irgendwas zu den Rädern zu sagen ist. Malvenfroh City, die strahlende Stadt der Freude. Warst du schon in Radlers Radladen? Radlade-Eigentümer ist ein sehr großzügiger Mann. Ja. Die Straßen dieses Ortes führen nach Norden, Süden, nach Westen und nach Osten. Daher reisen hier auch so viele verschiedene Leute. Wusstest du, dass du von hier lange in diese Richtung Nord gehen kannst, ohne die Richtung wechseln zu müssen? Ich bin sogar in der Lage, den ganzen Weg entlang zu walzen. Oh, ob eines der Pokémon das auch gerne tun wird? Was meinst du? Soll ich einem Walzer beibringen? Wir können mal gucken. Jo, das wäre voll klasse, oder? Nö, kann keiner. Oh, da müssen wir ein bisschen mehr essen, glaube ich. Wie du meinst, Alter. Bevor wir zur Arena gehen, sollten wir noch ein bisschen trainieren. Das können wir ja eigentlich in jeder Himmelsrichtung tun. Doppelkampf kommt auf uns zu. Wunderbar, dann können wir Mundtier gleich mal in Aktion sehen. Ich weiß, ich habe zwar gesagt, dass wir in dieser Folge die Arena machen. Aber ich glaube, wir sind noch ein bisschen zu underlevelt dafür. Ja, weil aktuell haben wir so ungefähr die Level von Camillo. Und, ach du Scheiße, 6 Pokémon. Und ich glaube, der nächste Arena-Leiter wird entsprechend höher sein. Und ja, wir brauchen das Training einfach. Oh, Mundtier sieht cool aus. Gefällt mir. Okay, Konfusion auf Roselia. Und Karazza auf Zickzacks. Während wir das machen, kommen wir zu ein bisschen Trivia. Wobei mir gerade auffällt, wir haben ein Gebäude in Malvenbrust City vergessen. Shit. Weil dazu hätte ich nämlich eine Trivia gehabt. Aber ich habe noch eine andere. Moment. Und zwar jetzt wird's kompliziert. Der französische Name von Malvenfrost City ist Lavandia. Und das wiederum entspricht dem deutschen Namen einer anderen Stadt. Die Geisterstadt in Kanto, um die sich auch viele Mythen ragen. Auffällig ist außerdem, dass sowohl im Deutschen als auch im Französischen kein City im Namen der Stadt gibt. Und um die Verwirrung perfekt zu machen, der französische Name von Viola City entspricht der englischen Übersetzung von Malvenfroh City. Na, habt ihr das verstanden? Ich auch nicht.
Aber ernsthaft, was ist da los? Wieso sind das da so seltsame Übersetzungen, so Überschneidungen in den einzelnen Sprachen? Muss das denn sein? Meine Fresse, Nintendo. Oder Game Freak, wer auch immer das zu verantworten hat. Wahrscheinlich Game Freak. Ist ja ihr Spiel. Nintendo published es nur. Oh Gott. Na, wobei, die Übersetzungen macht, glaube ich, schon Nintendo immer. Also nach meinem Wissensstand. Zumindest haben die eigene Übersetzer, wie sagt man, Räume. Es fällt mir gerade kein besseres Wort ein. Abteilungen. Danach habe ich gesucht. Jesus Christ. Aber die Frage ist halt, ob das nur für die Nintendo-eigenen Titel... Nee, eigentlich... Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass Nintendo das übersetzt und nicht Game Freak. Die sind mit was anderem beschäftigt. Die machen nur die Entwicklung. Na, so müsste es sein. Okay. Wo waren wir? Jetzt habe ich mich selbst komplett rausgebracht. Achso, bei der Verwirrung insgesamt. Ja, wenn ihr da eine Erklärung für habt, warum es da so Namensüberschneidungen gibt, klärt mich gerne auf. Gibt ja immer Leute, die mehr wissen als andere. Es würde mich definitiv interessieren. Oder waren die Übersetzer einfach nur faul und haben so geguckt, ja, oh, wie heißen denn die Städte in anderen Sprachen, aus den anderen Gens? Och, wir nehmen einfach mal Lavandia, das wird schon keinem auffallen. Lül. Weiß ich nicht, ob das daran lag. Übrigens, was mir gerade auffällt, im Doppelkampf sieht man die EP-Leiste nicht. Das ist ja doof. Das mag ich überhaupt nicht. Aber kann man nicht ändern. Da kann ich noch so viel meckern, das wird sich nicht ändern. Da war wohl einfach kein Platz mehr auf dem kleinen Game Boy Advance Screen. Oh yes! Und damit es perfekt wird, entwickelt sich heute nicht nur Baloo, sondern auch Janika. Trassler wird zu... Killia! Ist voll cute, oder? So süß. Das sieht gar nicht mehr so heftig aus wie ein Alien. Sondern wie so ein kleines Tänzermädel. Cute. Okay, hier ist irgendwo ein Item. Item, Item, Item. Vermutlich unten bei dem Stein. Jupp. Oh, eine Herzschuppe. Das ist ziemlich viel wert. Damit können wir vergessene Attacken wiedererlernen. Aber dazu brauchen wir erstmal den nötigen NPC, der sich woanders befindet. Oh, bitte sag mir, dass Kill hier vorne ist. Yes, okay. Hä, warum streckt es ihren Arsch so weit her? Sieht so aus, als würde es ihnen den Hintern so voll hochheben, dass ich drauf gucken kann. Das ist ja mal ein toller Support. Da macht das LP noch mehr Spaß. Danke. Ich glaube, ich werde Killia nie weiterentwickeln zu God of War. Wir behalten einfach für immer ein Killia. Geil. So, wundervoll. Der Angler wäre down. Ich glaube, drüben ist noch so einer, der kämpfen will. Der hat Elektro- oder Vogel-Pokémon, bin mir nicht sicher. Wir gehen einfach mal zu unserem Experten Oxy. Ah, da greift er mich schon an. So, und dann müssen wir schnurstracks zurück nach Malvenfro City. Ich habe da ein Gebäude übersehen, das nicht unwichtig ist. Ein Gitarrist, ja, das heißt, er hat Elektro-Pokémon. Magnetilo passt mir gut in den Kram. Kriegen wir los mit Glut. Die Einrichtung, um die es sich handelt, ist die Spielhalle. So wichtig ist sie an sich nicht, aber ich finde sie deshalb wichtig, weil sie in nachfolgenden Gens aus der deutschen Version verbannt wurde oder stark eingeschränkt wurde. Deutsche Gesetze und so ein Quatsch, Spielsucht ist nicht für Kinder geeignet. Man kennt's ja. Es ist einfach nur traurig für unser Land, aber Deutschland war schon immer so ein Pussyland. Ihr wisst das ja selber, ihr lebt ja hier. Oder vielleicht kriegt man es dann nicht mit, weil es für einen normal ist. Aber falls es euch noch nicht aufgefallen ist, bei uns wird sehr, sehr viel vorenthalten und zensiert.
Aber immerhin, jetzt letztens sind Hakenkreuze und die ganzen Geschichten mit Hitler und so nicht mehr verbannt. Also es war ja lange so, dass man in Spielen wie Wolfenstein zum Beispiel keine Hakenkreuze und so abbilden durfte. Warum auch immer. Ja, also es ging nicht als Kunst durch. Bei Filmen ja, aber bei Spielen nicht. Jetzt wurde das endlich akzeptiert. Ach, wenn gerade kein Schiff in der Nähe ist, kannst du mit einem Pokémon, das Surfer kennt, das Meer überqueren. Auf Pokémon kann man sich immer verlassen. Ist halt eh lächerlich. Ich meine, man sollte zu der Geschichte stehen. Es ist nun mal passiert. Diese Scheiße mit dem Adi. Lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Das bringt nichts, das für immer zu verstecken. Das ist Bullshit. Vor allem ist es nur in der deutschen Version immer verbannt und zensiert worden. Absoluter Quatsch. Und dass sich Spielentwickler da auch verarscht fühlen, wenn das in Filmen okay ist, aber in Games nicht, und beides ist eine Kunstform, kann ich das schon verstehen. So, aber jetzt haben sie sich endlich durchgerungen und gesagt, ja, okay, habt ihr eigentlich recht. Hat aber Jahrzehnte, glaube ich, ja, oder? Ja, doch. Jahrzehnte hat es, glaube ich, gedauert, ne? Oh, man. Weil ich glaube, es war nicht immer so. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Es ist auf jeden Fall eine lange Zeit verboten gewesen. Die Malvenfroh City Spielhalle, der Ort für alle Spieler. So, das ist eine der letzten Spielhallen, sagen wir es mal so. Weil ich glaube, in Platin gab es sie schon nicht mehr, oder? Oder war Schwarz und Weiß die erste Gen, wo sie weg war? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Beim Roulette gibt's verschiedene Einsätze. Überprüf deine Münzen, bevor du dich für den Tisch entscheidest. Das Problem ist halt, dass es in der Spielhalle auch immer krasse TMs gibt. Und Pokémon kann man, glaube ich, gewinnen, oder? Zeig mal her. Ah, warte, ich brauche erstmal Münzen. Und dafür wiederum den Münzkorb. Kriegt man aber, glaube ich, hier irgendwo. Hey, Kindchen, wenn du hier spielen willst, brauchst du einen Münzkorb. Ich glaube, die junge Dame nebenan hat einen. Besuch sie mal. What? Habe ich noch ein Gebäude übersehen, oder wie? Dieses Roulette-Dingens, das ist ziemlich anstrengend. Ich versuche zu gewinnen, aber ich verliere immer. Doch ich gebe nicht auf. Roulette mag ich auch am liebsten, neben Blackjack. So, aber das sollte man halt erst spielen, wenn man auch alt genug dafür ist. Die Dame nebenan. Hä? Wer war denn damit gemeint? Sie? Münzen werden gebraucht, um hier in der Spielhalle spielen zu können. Nein. Du? Ich habe mich vertan und zweimal die gleiche Puppe genommen. Möchtest du eine haben? Und klar, wieso nicht? Die Flemly-Puppe erhalten. Es gibt einen Preis, den ich haben möchte, aber ich kann den Jackpot nicht knacken. Kleine Trivia. Von diesem Mädel wird man immer die Puppe seines Starters bekommen. Also in meinem Fall Flemly. Ey, aber wo zum Geier kriege ich den Münzkorb her? Willkommen in unserer Spielhalle. Ohne Münzkorb hast du keine Chance. Du brauchst Münzen. ETF. Ich kann dir einige nützliche Tipps zu den einarmigen Banditen geben. Je mehr Blitze du anhältst, desto größer die Chance auf den Realtime. Eine Glücksrunde. In einem Spiel mit 5 möglichen Glücksrunden ist es möglich, 4 reguläre Boni und dann einen Big Bonus zu gewinnen. Das ergibt zusammen 660 Münzen, aber ist sehr schwer zu gewinnen. Okay, du kennst dich ja gut aus. Hier kann man leichte Zeit vergessen. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Bis zu 3 Münzen können an den einarmigen Banditen eingesetzt werden. Je mehr Münzen du einsetzt, desto höher ist deine Chance auf den Jackpot. Okay, also manche von denen sind schon ein bisschen süchtig, glaube ich. Kannst du es genau bei 7 stoppen? Wenn es bei 7 stoppt, während ein Realtime gespielt wird, erhältst du extra Münzen. Okay. Joa, aber ich schlag mal vor, ich suche die Dame, die einem den Münzkorb gibt, weil gerade habe ich das scheinbar völlig verkackt. Da fällt mir gerade ein, vielleicht war das mit einer Sidequest verbunden. Ich schließe das nicht aus. Naja, dann schlage ich vor, verschieben wir unsere Spielereien in der Spielhalle und schnappen uns unser Bike. Rasen zurück nach Grafikport City über den Radweg, wo es übrigens auch noch Trainer gibt.
und kaufen der Dame einen Hafenbrief. Den wollte sie ja unbedingt haben. Weil das ist die einzige Person, die mit nebenan gemeint sein kann. Cool, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass das mit so einer Sidequest verbunden war. Das gefällt mir. Sorry, aber du brauchst einen Rat. Ich hab doch eins. Schau doch mal genau hin, du Lappen. Das ist so eine Sache. Warum muss ich das jetzt eigenhändig rauskramen? Das könnte doch auch selbst aktiviert werden, wenn man da vorbeilaufen will. Aber okay. Wir wollen mal nicht meckern. Oh, und hiermit hören wir zum allerersten Mal die Radmucke. Allerdings nur für 3 Sekunden. Denn ich bin schon in einen Trainer reingerast. In einen Psychotrainer. Aufgepasst. Ach verdammt, ich dachte Janika wäre vorn. Das wäre ganz nice gewesen wegen Raub. Aber ich switche sogar. Das ist das Gute. Psycho gegen Psycho ist ja nicht sehr effektiv, aber Kirlia hat eben noch eine Unlichtattacke. Und so können wir uns perfekt wehren. Das mit der Puppe war übrigens die Trivia, die ich zur Spielhalle hatte. Jetzt habe ich nur noch welche für die Arena bzw. für den Leiter, aber dazu kommen wir heute nicht mehr. Jetzt machen wir erstmal die Sidequest mit dem Brief und schauen dann mal, ob wir an den Spielkorb herankommen. Ich denke, ja. Und bis dahin sollten wir auch ein ordentliches Level bei jedem Pokémon haben, womit wir wiederum bereit wären für den Kampf gegen Walter. Den dritten Arena-Leiter, der natürlich Elektro-Pokémon trainiert. Gefällt's dir, wie mein rabenschwarzes Haar im Wind weht? Ich hab nur deshalb die Haare wachsen lassen. Also mir wird es total auf den Sack gehen, um ganz ehrlich zu sein. Oder? Ich meine, ich sehe das auch immer bei Mädchen, wenn die ihre Haare nicht zusammengebunden haben und Fahrrad, also so wie sie halt nicht. Sie hat es zusammengebunden, sieht zumindest so aus. Aber wenn die mit offenen Haaren schnell Fahrrad fahren, das wirbelt alles umher und boah, das geht ja mal gar nicht. Würde mich total stören. Aber gut, wenn man drauf steht. Ich sag ja nix. Jeder wie er will. Triathlet Irmgard. Möchte natürlich meine Nummer haben. Ja, Triathlet, ne? Die sind schon ziemlich gut durchtrainiert. Das verbraucht ordentlich Kalorien, das Radfahren. Aber ist halt auch sau anstrengend. Andererseits ist es immer besser, draußen mit dem Rad umherzufahren, als im Raum. Wie man es bei sich zu Hause oder im Fitnessstudio macht. Ist halt viel gesünder. Aber ich weiß gar nicht, ob es auch so Trainingsräder gibt, die einen Puls und sowas anzeigen können. Wie eben diese stationären Räder. Ihr wisst, ich weiß nicht, wie die heißen, sorry, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Wobei, ich glaube, ich wäre selbst so ein Lappen, der so ein stationäres benutzt. Einfach, weil ich so übelst kältescheu bin. Und in Deutschland ist es halt nun mal eher kalt als warm. Im Sommer geht's natürlich, klar, aber die meisten Monate sind eher kalt und ich glaube, ich würde dann wieder nicht durchziehen. Wenn dann zum Trainieren nur hier im Haus rumhocken. Voll blöd. Ich habe sogar auch mal überlegt, ob ich mir sowas holen soll, aber ich bin mir nicht sicher. Und über ein Laufband habe ich auch nachgedacht. Da kann man eigentlich genau dasselbe sagen. Da ist Laufen auf der Straße draußen natürlich auch viel gesünder. Aber ich weiß nicht. Andererseits, man kann es natürlich so machen, im Winter bleibst du drin und im Sommer läufst du draußen. Klar. Werden vermutlich auch viele machen. Aber es gibt Spezialisten wie mich, die keinen Fuß nach draußen setzen wollen. Ja, ich glaube, ich mache hier auch gleich mal eine Pause. Denn hier ist es, wie man sieht, der Küstenparkplatz. Und dann geht's in der nächsten Folge von Pokémon Smaragd weiter. Wenn ihr mehr wollt, vor allem schnell, dann liked doch gerne, unterstützt das Projekt und mich und den Entwickler. Und man sieht sich. Tschö.